Hallihallo, hallihallo, da sind wir wieder bei eurer neuen Lieblingssendung. Wer wird Millionär mit Sia und Köbel? Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Wir gehen direkt rein und haben Bock auf die Million. Wir haben schon gesagt, wir werden auch diesmal ein bisschen lockerer mit den Jokern umgehen. Nicht das. Frage. Ordnen Sie diese Zahl. Was? Also, 3 mit D. D. Genau, richtig. E ist am Ende. V. Z, genau. Boah. Ein beliebtes Reiseziel in den neuen Bundesländern ist die mecklenburgische Schallplatte, Festplatte, Seenplatte oder Wurstplatte. Machen wir es mal schnell. Wir nehmen die mecklenburgische Seenplatte. Ist dir lieber eine Mecklenburg? Ja, du willst eine Wurstplatte, das ist mir klar. Was muss ein Linienrichter beim Tennis des Öfteren machen? Erklären, darstellen, aussagen, bekennen. Er muss aussagen. Bei wem gehört eine übertrieben gute Darstellung zum Handwerk? Glasbläser, Fassbinder, Geigenbauer, Schönfärber. Was? Bei wem gehört eine übertrieben gute Darstellung zum Handwerk? warte. Also ich war beim allerersten beim Glasbläser. Und aus welchem Grund? Ja, weil Pass auf, weil die machen ja extreme Formen mit, die können ja so, ne? Mhm. Und ja, das war. Die können ja so extreme Formen. Ja. Keine Ahnung, Alter. Kann doch nicht sein, dass sie jetzt schon scheitern, Alter. Aber das ist bestimmt der Schönfärber. Was macht er denn? Ja, der malt alles schön. Meinst du? Ja, nein, das ist kein Beruf, also das ist kein Handwerk im Sinne vom Handwerk. Das ist so einer, der macht alles, das ist alles so toll, hey. Nein, wow. Übertrieben, ja natürlich, das ist ein... Oder nicht? Ja, ein Schönfärber ist etwas, jemand, der etwas gut redet, oder nicht? Und das ist kein Handwerk. Und sein Handwerk ist es vielleicht dann, etwas schön zu reden. Paco ist kein Schönfärber. Ja, safe, nein. Aber ich stand auf dem Schlauch einen kurzen Moment, muss ich sagen. Mit welchem Auftrag wäre wohl auch der pippigste Kochlehrling verständlicherweise überfordert? Panier Mehl, Brat Kartoffeln, Knet Teig, Rühr Eier. Ja, Panier Mehl, oder? Hm. Weil alles andere könnte er ja. Damit wäre er ja nicht überfordert. Ja. Ja, richtig. Als Gruppe, die Vetternwirtschaft betreibt, definiert der Duden den Begriff Gölle, Göbbes, Glüngel, Gamelle. Klüngel, würde ich sagen. Nee. Also wir sind uns einig, Gölle und Gamelle sind es nicht. Und ich glaube, der Klüngel ist was ganz anderes hier. Also Köbbes? Ich würde sagen, das ist der Köbbes, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, also Kamelle wissen wir ja. Kölle ist ein Begriff für Köln. Klüngel ist, wenn du was verklüngelst.
Hast du deinen Schlüssel schon wieder verklüngelt? Hat mein Oma immer zu mir gesagt. Du bist ein alter Klüngelkopf. Kürbis. Ja, ich kenn's nicht. Ich kann nur die anderen drei ausschließen, meiner Meinung nach. Okay. Bist du nicht so ein Kürbiskopf? Und ich heiße ja auch, ne? Du kennst ja auch meinen Namen, deswegen, ja. Das passt ja. Ich muss das nehmen. Hab ich doch gesagt, Klüngel. Meine Güte. Zum Scheitern verurteilt. Nein, wir bleiben dran. Wir hauen direkt noch einen hinterher. Das ist nicht passiert, ihr habt das nicht gesehen. Blitzding, ihr werdet jetzt geblitzdings. Guckt hier rein. Oh, was ist denn hier los? Die haben zugehört, die haben gehört, da sind keine Frauen am Spielen. Nee, die wissen einfach, ich trink mir hier ein, ich bin da. Heute ein König. Komplettieren Sie ein Wham-Klassiker. Last Christmas, I gave you my heart. Ja, aber nicht I'll give it. Nein, I gave you. Ach so, ich lese gerade, ich habe da oben gelesen. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Ach, wunderschön, Kübel, wunderschön. Dum, dum, dum. Pony kastrieren. Ja, komm, da rupfen wir das Hühnchen, ne? Ja, nimm Hühnchen, dann machen wir weiter direkt. Ja, wir wollen zu den wichtigen Fragen. Unter welcher Bezeichnung agierten die Schiedsrichterassistenten zuvor? Das waren Seitenfähnchen. Randfiguren maximal. Lächerliche Hilfs-Sheriffs. Da ich Fußball spiele, weiß ich, dass natürlich Randfiguren sind. Linienrichter. Die richten die Linie. So, wenn die Linie kaputt ist. In meiner Liga sind das übrigens immer noch Linienrichter und keine Schiedsrichterassistenten. Schlechte Laune, oder auch? Ekstase im Schlafzimmer, Party in der Küche, Saufgelage unterm Dach. Oder Stimmung im Keller? Da ist die Stimmung im Keller. Ist sie? Ja, ist sie. So wie nach Klüngel. Ey. Ihr könnt ja mal was dazu sagen. Ein Klüngelkopf ist jemand, der was irgendwie vergisst, der alles... Meine Oma hat immer halt gesagt, du bist ein richtiger Klüngelkopf. Und damit meinte sie nicht, dass ich Vetternwirtschaft betreibe. Springreiter treffen regelmäßig auf. Formel 1 Piloten, Fußballer, Tennisspieler, Ochser. Es sind natürlich die Ochser. Wer einen Kellner sucht, findet ihn buchstäblich im September, Oktober, November, Dezember. Ober, Oktober. Ein Ober, buchstäblich. Oh, Alter. Ja. Boah. Das kann ich, das kann ich. Sehr gut, Sia, sehr gut. Dafür bist du da. Putzt und schneidet man eine Möhre, so handelt es sich bei botanischer Betrachtung um eine Zahnsteinentfernung, Kariesbeseitigung, Gebissreinigung, Wurzelbehandlung. Das sind für solche Fragen brauchen wir. Wofür steht das? Ja, Registered, oder? Recall bestimmt nicht. Reloaded auch nicht, relaunch. Ja, das TM ist Trademark und das R ist. Also, Recall macht keinen Sinn. Also, ich würde auch sagen registriert, aber ich würde mir kurz überlegen, was Relaunch heißt.
Relaunch ist wieder, also wie jetzt hier Witcher 3 wird jetzt gerelauncht. Kommt jetzt wieder raus. Neu aufgemacht. Ja, also ich würde ja auch sagen, Neufer- dass... Relaunch, Neuveröffentlichung. Okay. Ja, dann sind ja alle drei anderen das gleiche, ne? Recall, Reloaded, Relaunch. Der Recall ist, du kommst in die nächste Runde. Ja, also Reloaded wieder ist wieder na, aufgeladen. Genau. Relaunch ist wieder neu veröffentlicht und Registered ist halt eingetragen. Und ich glaube, das ist das Zeichen für eingetragene Marke. Ja. Also nicht Trademark, das ist ja TM, aber... Ja, dann mach mal. Am 30. Juni wurde das Jahr 2015 um eine Sekunde verlängert, um eine Stunde verkürzt, um eine Minute lang gestoppt, um einen Zusatztag erweitert. Okay. 2015. Also rein theoretisch gesehen haben wir es miterlebt, ne? Ich sag jetzt... ich trau mich schon gar nicht mehr zu sagen nach dem Desaster gerade. Aber... ich bin mir sicher. Also nein, nicht streich das sicher. Nein, aber ich habe das mitbekommen. Ich habe das irgendwo ganz hinten in meinem, ich zeig's dir gerade in die Kamera, du wirst es bald sehen, ich zeig ganz hinten in meinem Kopf. Ja. Das hat entweder was mit der Atomuhr zu tun, dass die halt nach der ganzen Zeit jetzt genau um diese eine Sekunde fehlte und wir mussten die verlängern, damit das passt. Oder insgesamt mit der Umdrehung der Erde, die ja immer macht. Und dadurch, also ich bin mir aber sicher... Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Stunde verkürzt würde, weil hätte ich mitbekommen. Weißt du? Oder ja, aber ist das der Tag? Das ist aber auch nicht der Tag, wo wir umstellen, oder? Nee, ne? Das ist Ende März und. Also, es muss ja wirklich was sein, was irgendwie kaum zu bemerken war. Um Zusatztag hätten wir ja auch alle mitgekriegt. Das meine ich ja. Also, eine Stunde hätte ich mitbekommen. Einen Tag hätte ich auch mitbekommen. Eine Minute weiß ich nicht. Ich bin mir sicher, du hättest auf keinen Fall eine Stunde mitbekommen. Meine ich ja, eine Stunde? Nein, doch. Nein, hättest Stunde du nicht mitbekommen, nein. Doch. Nein. Ah. Ich kenne dich doch. Den Scheiß hättest du mitbekommen. Nein, Alter, eine Stunde wird doch länger schlafen, länger oder kürzer schlafen. Das hätte ich auf jeden Fall mitbekommen. Einen Zusatztag auch. Also ich würde es auch sagen, entweder eine Sekunde oder eine Minute. Aber du warst bei Sekunde? Ja. Bist du dir sicher? Nein, so sicher, wie meine Erklärung gerade war. Ich habe dir nicht zugehört, weil ich war am Überlegen. Ja, entweder Atomuhr, weil die halt nicht richtig, oder halt die Umdrehung der Erde und irgendwas passte damals nicht. Ich bin mir aber nicht sicher, was genau. Aber das war, wie du sagst, okay. Sekunde oder Minute. Das also, hat jetzt nichts mit B oder D zu tun, mit diesen krassen Dingen. Die würde ich auf jeden Fall ausschließen. Und ich habe wirklich keine Ahnung. Aber wir haben natürlich auch noch vier Joker. Wir können 50-50, aber wenn A und C da stehen bleiben, sind wir auch nicht schlauer. Oder Risiko. Sekunde. Sekunde? Ja. Du fühlst am ehesten Sekunde. Ja, ich glaube auch. Eine Minute lang gestoppt, das wäre doch irgendwie... Weiß ich nicht. Ja, eigentlich wollten wir nicht das Risiko, ne? Aber klick. Klick. Jetzt klick, Mann, Alter. Vor 3 Minuten noch so gesagt. Ja, wir wollen heute ein bisschen lockerer mit den Jokern umgehen, weil wir am letzten Mal... Und jetzt machen wir das Risiko. Klick doch! Oh! Alter! Ja, jetzt mal ehrlich, eine Stunde oder einen Tag hätte ich doch mitbekommen. Wer führt in der Regel eine monogame Saison-Ehe? Ich will, dass das D ist. Robert! Also, wenn D richtig ist, gehe ich nach Hause, dann machen wir hier aus und dann ist Ende. Das schließen wir jetzt schon mal aus.
Day auf gar keinen Fall. Sternschnuppen? Ich wusste nicht, dass Sternschnuppen überhaupt eine Ehe führen. Ach, vielleicht Weißstörche. Ja. Bakterien nur bestimmt nicht. Weil? Meinst du, die führen Ehe oder was? Ja, das nennt man dann so in wissenschaftlichen Kreisen. Ja, okay, ja, das ist auch der Weg. Der Einzige, wo Ehe passt, ist Robert Geis. Ja, bei den anderen spricht man ja überall Saison, nicht von Ehe. Ehe. Saison, Ehe. Es geht nur um eine Saison. Vielleicht kommen die Weißstörche zusammen, paaren sich, ziehen Kinder groß und dann fliegen die wieder weg und dann kommen sie wieder. Ja, aber immer mit demselben. Machen. Nee, aber nee, nur eine Saison. Das heißt, nächste Saison darf er sich eine andere. Nein, nächste Saison wieder dieselbe. Er ist doch monogam. Nicht poly. Ja, aber dann stehe nur Ehe da. Monogame Ehe. Und Saison-Ehe. Ja, Saison-Ehe, wie du sagst. Oder wie bei Pinguinen. Die einen sind weg, kommen dann wieder. Das ist ja auch für die Saison. Oh, das ist schon wieder kacke. Wir verstehen die Frage anders. Aber wir haben noch 4 Joker. 50-50 wird eh Robert Geist und irgendwas anderes wird weggehen. Nein, ich würde, also ganz ehrlich, die Störche sind die einzigen Tiere da. Ja, okay, aber man spricht auf jeden Fall auch in anderen Bereichen als in der Tierwelt von Ehe. Also Sternschnuppen, mit wem? Ach, leck mich, dann verstehe ich die Frage nicht. Nimm Robert Geis. Auf gar keinen Fall nehme ich jetzt Robert. Was ist mit dir denn jetzt los? Welchen Joker nehmen wir jetzt? Wir können ja auch zwei. Ja, frag das Publikum. Alle? Ja, der ist eigentlich ein guter Joker, ne? Den wir dann verlieren, ne? Ich weiß es nicht. Meiner Meinung nach ist immer dieser Einzeljoker der beste. Ich weiß es aber nicht. Ja, weil doch, da steht ja nur einer auf, der es angeblich definitiv weiß von allen. Okay. Aber jetzt mal ehrlich, der Robert ist da, glaube ich, der Fun-Faktor. Den tun wir mal zur Seite. Ja. Aber bei allen anderen. Eine Sternschnuppe. Wie geht doch keine Saison. Wo vielleicht ist es. Ja, nein. Wenn ich das von. Ich sag mal so. Aber es geht ja um eine monogame Ehe. 40 für Weißstörche, 35 Bakterien, 25 Sternschnuppen. Das ist meine Prozentzahl, wie ich sehe. Ja, ich würde Weißstörche nehmen. Einfach aus dem Bauchgefühl heraus, weil ich mir denke, so, ich habe auch zuerst an Pinguine gedacht, die kommen dahin. Ne, und dann. Aber ich glaube, Weißstörche ist wirklich so, dass sie dann dahin kommen. Weißt du, sich paaren und nächste Saison nehmen sich eine andere Perle. Der ist ja kein Thema. Guck mal, wir machen jetzt 50-50. Ja, mach. Da! Ja, jetzt ist es doch Robert Geis. Alter, okay. Aber jetzt lass uns ganz kurz trotzdem, bevor wir Weißstörche definitiv nehmen. Ich werde definitiv auch Weißstörche nehmen. Aber was könnte gemeint sein? Monogame Saison-Ehe Robert Geis. Was könnte damit gemeint sein? Irgendwas, was wir gerade nicht checken. Oder ist hier Geis auch ein Tier oder so? Weiß ich nicht. Geißbock. Nein, der heißt Robert Geis. Das ist der von Robert und Carmen. Robert. Ganz genau der. Das ist der. Der ist gemeint. Ja, dann. Führt der eine monogame Saison-Ehe? In welcher Hinsicht warum oder so? Saison-Ehe? Für mich ist mal Saison ist zeitlich begrenzt. Und danach darfst du. Ja, genau, den Sommer über. Ja. Ja, das macht er doch nicht. Der ist so mit seiner Frau zusammen. Ja, deswegen meine ich, ob das vielleicht anders gemeint ist irgendwie. In einer anderen, mit seinem, mit Monaco. Er ist in einer monogamen Saison-Ehe mit Monaco. Wir nehmen die Störche, oder? Ja. Oh,
Alter. So viel Trubel um den Scheiß, Alter. Obwohl man klar, obwohl eigentlich klar war, so ein Geist ist die Spaßantwort. Die Langerhansinseln. Boah, warum kommen mir die bekannt vor? Oh, die kommen mir richtig bekannt vor. Warum? Langerhansinseln. Oh. Kieler Bucht ist mir zu einfach. Ja, ich glaube, Milchstraße ist es ja auch nicht. Ja, aber Inseln und Bucht, das ist zu einfach. Aber vielleicht ist das auch einfach nur eine Sage. Boah, ich würde gerade so gerne Denno anrufen. Ob das hier was Dings ist? Ob das was mit der Bauchspeicheldrüse zu... Weil das kann 100% was so sein. Keine Ahnung. Nibelungensage... Ja, welchen Joker nehmen wir? Das ist die Frage. Alle Leute? Weiß ich nicht. Also, guck mal. Ich würde sagen, also ich tendiere zwischen zwei Dingen. Ich würde sagen, das, was du gesagt hast, Kieler Bucht zu einfach, dachte ich mir auch. Das wäre viel zu einfach. Und ich glaube, wenn vor Kiel irgendwie Inseln wären, hätte ich auch schon eher davon gehört. Ob das jetzt irgendwie im Weltall in der Milchstraße ist, bezweifle ich auch. Es könnte entweder wirklich eine Sage sein oder hat wirklich was mit dem Körper zu tun. Und Langerhalsinseln ist einfach nur eine Bezeichnung für irgendetwas in der... Ja, ja, genau. Also Körper kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ja, ich war zwischen C und D und tendiere... Das weiß ich nicht, aber Langerhalsinseln könnte auch irgendwie so ein Märchen sein, wo, weißt du, so eine Sage, da, weiß was ich, irgendeiner fährt mit einem Schiff und das sind so Inseln, die haben so lange Hälse. Nein, ich musste an diese Dings denken, nein, ich musste an diese auf den Osterinseln sind doch diese komischen Statuen. Ah, sowas. Ja. Und sowas musste ich, aber das wäre ja keine Sage, sondern die gibt's ja wirklich. Weiß ich nicht, also... Ich würde C oder D nehmen. Was denkst du denn? D, C, B. Ja, A, B, C, D. Nein, wie gerade in der Reihenfolge. D als erstes, C und dann B. Auch so, 40, 35, 25 so. Dann... Aber einen Joker müssen wir jetzt noch nehmen. Meinst du? Ja, um ein bisschen... Wenn du jetzt den einen Joker hier, Publikum-Joker, nimmst und auf einmal sagen 90% Kieler Bucht, dann weißt du zumindest, sollte man nochmal überlegen. Ja, dann liegst du auf jeden Fall schon mal falsch. Ja, nimm. Ja, das sieht doch zumindest auch aus, wie wir es uns schon mal beide auch gedacht haben. Ja, dann hat das wirklich was hier mit dem Körper zu tun. Aber was, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nimm die mal. Tatsache. Ich find's cooler, wenn jetzt noch eine Erklärung danach käme. Vorhin hätte ich mir es auch schon gewünscht, dass wenn man irgendwie gar nicht weiß, dass dann hinterher so eine Erklärung käme. Ja, sagst du mir mal bitte die Antwort. Achso. Da habe ich ja mal gar keine Ahnung. Ja. Teil 2. Also Titanic, was sollen sie davon erzählen? Teil 2, 3, 4. Wie das hochgeht, wie sie es finden, wie was weiß ich. Avatar. In welchem sollen kommenden Jahr? Avatar. Ja, E.T., Forrest Gump, Titanic macht alles keinen Sinn. Avatar, habe ich aber gehört, soll jetzt eine Fortsetzung kommen. Ja, da gebe ich dir recht, aber hat der direkt gesagt 3, 4 und 5 auch? Wenn schon, denn schon. Ja, aber denken Sie, es kommt jetzt Forrest Gump, Forrest Gump Junior, Forrest Gump Senior und Forrest Gump keine Ahnung? Ja, vielleicht läuft er in einem Teil nur noch. Ja, nimm E.T. Avatar. Kommt wieder, Teil 3 fährt er wieder, Teil 4 kommt er wieder. Und die Titanic ist doch schon gesunken, was sollen die jetzt noch machen? Ja, aber für 32.000 ist mir Avatar zu simpel. Ja, Avatar ist die offensichtliche Antwort. Ja, also... Weil ich würde auch sagen, bei den anderen, was willst du da denn noch erzählen? Ja.
Und außerdem ist Forrest Gump einer meiner Lieblingsfilme. Und ja gut, ich hätte es vielleicht doch nicht mitbekommen. Aber vier Teile noch? Nee. Jetzt würde ich gerne den Filmexperten Paco anrufen, ey. Ja, genau ihn. Alter. Er wird sagen, E.T.? Nie was von gehört. Forrest Gump, was ist das? Titanic? Hä? Aber was ist das mit dem Blauen hier, mit Papa Schlumpf und so? Ich würde sagen, hier, Titanic, er würde sagen, ach, hau mir ab mit deinem Mafiosi-Film. Ja, aber ich würde auch sagen, Avatar. Ja, für mich macht alles andere keinen Sinn. Und jetzt ist es falsch. Nein, ist richtig. Ja, Alter. Okay. Auf wen geht die Erfindung des Begriffs Made in Germany zurück? Wirtschaftsminister Erhard, britisches Parlament, US-Präsident Lincoln, Chemiekonzern Bayer. Okay. Und wieder habe ich zu 90% eine Ahnung, was die richtige Antwort ist. Echt? Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ich sehe das gleich schon wieder. Erfindung des Begriffs Made in Germany. US-Präsident Lincoln. Lincoln ist aber zu alt, um irgendwie zu... Also ist schon sehr, sehr lange her, dass er hätte sagen können, Made in Germany. Chemiekonzern Bayern? Bayer würde mir... Bayern. Ja, Chemiekonzern Uli Hoeneß? Nein, hier. Chancy. Also, vielleicht Chemiekonzern Bayer oder... Ja. Ja, ich würde sagen A oder D, wobei ich logischerweise eher Richtung D tendiere. Richtung D? Hm? Aber was hast du denn? Also, ne, ist doch hier, Made in Germany. Ja, aber warum sollte das der Chemiekonzern sagen? Ja, weil die vielleicht Tabletten oder sowas hergestellt haben und als allererster. Ja, meinst du nicht, dass das eher jemand sagt, der möchte, dass das in der Welt bekannt wird? Dass Made in Germany jetzt richtig heißer Scheiß ist? Ja, oder hat das britische Parlament gesagt oder was? Ich glaube, das ist der Wirtschaftsminister gewesen. Ja, das kann. Ja, deswegen meinst aber ja, aber ich bin mir zu unsicher, ich will da jetzt nicht das ohne Joker machen. Ja, dann nimm auf jeden Fall einen Joker. Ich tendiere zwischen A und D, aber... Lincoln, hat er nicht die Sklaven befreit? Was hat denn damals Deutschland hergestellt, dass er dann gesagt hat, oh, made in Germany? Und die Briten hassen uns eh. Also die würden nie sagen, made in Germany ist gut. Die haben gesagt, eine Made in Germany ist da. Ja, aber hier mach... Boah, welchen nehmen wir denn? Den einzelnen? Hast du nicht gesagt, das ist der beste Joker sogar? Glaube ich. Also würde ich so sagen, weil da steht ja dann auch in Wirklichkeit immer nur einer auf, der es wirklich weiß. Okay. Ja, drück. Ich meine, bevor wir jetzt... Siehst du, guck mal, der gibt sogar noch so eine kleine Erklärung dabei, die sich sogar auch noch recht logisch anhört. Warnung vor billiger Importware. Ah, Made in Germany war dann früher ein schlecht besetzter Begriff. Ja. Oh, okay, dann. Ja, dann hätte mich hier Bayer. 04 hätte mich hier in die Irre geführt. Ja, wir glauben ihm jetzt einfach mal, ne? Und würde ich sagen, ne? Da kann das ja hört sein, sich auch logisch an, ja, dass das halt anders, dass die gesagt haben, wie du gesagt haben, die Briten würden ja niemals was Gutes von uns sagen. Genau, richtig. Dass sie es aber auch genauso gemacht haben, so, ja, passt auf, Made in Germany, richtiger Scheiß. Ja. Boah. Oh, sehr gut. Die Sicht ist ausgeschlossen. Hätte ich auch nicht gedacht, ne, da hätte ich... Oh, Kacke! Wachsen nennt man das. Oh, shit. Das eine wächst von oben, das andere wächst von unten. Weißt du auch, welche von wo? Stalagniten. Ich sag dir auch, wie das geht. Stalaktit.
Denk an die Titten, Titten, die fallen die immer, die genau, hängen die immer. Hängen. Ja, und Stalagmiten, ja, ja. Wie die Mieten, die steigen immer. Ja, richtig. Die einen, also Stalagmiten, gehen von unten nach oben. Und wie heißt das zusammen? Ja, das ist nämlich... A und C hören sich so an, als wäre das genau das Wort. Ein Stalagnat oder ein Stalagmat, das hört sich einfach perfekt an für das. Ein Stalaktimit, ein Stalagsind. Lies mal vor, dann... Wenn ich Stalagnat, Stalagsind, Stalagmat, Stalaktimit. Okay, hört sich für mich alles scheiße an. Ja, das Logische wäre ein Stalaktimit, weil da wäre alles drin, von Stalaktit und Stalagmit. Halt, Timit, so. Mhm. Aber ich glaube, die Zusammenfassungen sind immer Maat oder Naht oder sowas. Ach, guck mal. Das eine wird sogar mit... Nein, nein, guck mal, das eine wird mit G und das andere mit K und dann mit N und M. Ja. Stalag, Stalag. Also nehmen die das Stalag vom Tieten oder vom Mieten? Das G oder das K? Wir sollten auf jeden Fall jetzt nochmal, wir wissen es ja eh schon mal nicht, einfach mal gucken, was der Telefonjoker sagt. Ja. Den können wir ja eh nehmen. Welche hast du gesagt? Oh, warte, ich muss leider aufgeben. Ich muss leider aufgeben, ich habe keine Ahnung. Stalagnat vielleicht. Ja, das ist. Hast du das nicht jetzt auch gesagt? Ja, weil Naht und Maat sind so diese. Ja, dann, wir vertrauen ihnen einfach. Ja, hört sich auch gut an, Stalagnat. Stalagmat, Stalagnat, Naht. Vielleicht geht's wirklich um eine Naht. Aber wird das nicht anders geschrieben? Ja, ne? Na, mit H. Mhm. Ja, nimm. A? Ja, nimm. Boah! Hey! Sauber! Und er schreibt so, vielleicht. Die sogenannte... Boah, so weit waren wir noch nie. 500.000 Frage. Die sogenannte polierte Platte spielt eine wichtige Rolle bei Eiskunstläufern, Münzsammlern, Walforschern, Glatzköpfen. Alles klar. Bis morgen vielleicht. Ja, Risiko gehen wir eh. Ja, ja, wir drücken jetzt nicht auf Ende. Wir haben ja jetzt ja eh keinen Joker mehr. Wir gehen jetzt... Also, die sogenannte polierte Platte spielt eine wichtige Rolle bei... Glatzköpfen. Polierte Platte, natürlich geht es um Glatzköpfe. Landforschern, Eiskunst. Man könnte alles hinkommen, ne? Die Platte muss. Ja, nur bei Walforschern fällt mir gerade kein. Da kriege ich keine Connection gerade zu. Bei allem anderen gebe ich dir recht, könnte ich überall was. Ist das ja genau das? Bei allen anderen habe ich eine Assoziation, um was es gehen könnte. Aber bei Walforschern. Polierte Platte, was soll das sein? Aber vielleicht ist es das dann wirklich die Walforscher. Weil alle anderen hier Eiskunstläufer können, denkst du, die Platte muss poliert sein, damit die da Eiskunst laufen können. Ja. Lass Münzen, gucken. Irgendwas poliert halt, damit das vielleicht mehr wert ist oder anders aussieht. Mhm. Glatzköpfen auch, wobei ich glaube, das ist die Spaßantwort. Mhm. Und Walforscher habe ich gar keinen Zusammenhang gerade bei polierte Platte. Wir würden nur 500 rauskriegen, ne? Wenn wir jetzt verkacken. Ne? Genau. Alter. Ja, aber wir gehen ja nicht mit 125. Was bringt uns das? Nix. Wir wollen in die Geschichtsbücher eingehen. Ja. Sollen wir echt einfach das nehmen, was am unwahrscheinlichsten ist? Nein. Also wo man keine Assoziation zu hat? Nein. Dieses Risiko gehe ich nicht ein. Ich glaube wirklich, Glatzköpfe ist die Fun-Antwort, ne? Also nicht die Fun-Frage, sondern die Fun-Antwort. Eiskunstläufer wäre vielleicht zu easy. Walforscher, keine Ahnung. Münzsammler. Jetzt.
Boah, ich bin echt überfragt, ey. Ich auch, also komplett. Ich... Münzsammler, Münz. Was könnte denn Münzsammler denn Besonderes mit polierte Platte meinen? Ob das jetzt irgendwie so ganz besonders, weiß ich nicht. Ja, vielleicht spricht man irgendwo von Platte. Weiß man ja jetzt gar nicht so. Vielleicht spricht Münzsammler bei irgendwas von einer Platte. Und wenn die poliert ist, ist natürlich wichtig. Ja, vielleicht muss die Münze besonders gut aussehen. Damit die vielleicht besonders wertvoll ist oder so, keine Ahnung. Da gibt es doch auch richtige chemische Reinigungen und so für... Ja, ja, klar. Das ist... Das auf jeden Fall. Deswegen, zu A, B und D habe ich auch so eine Assoziation, wo ich mir sagen könnte, so, ja, das könnte es sein. Ja, wobei ich mir denke, Glatzkopf ist einfach zu easy und also wäre, nee, ist eine Pfannenfrage, aber und Eiskunstlaufen wäre zu easy, dass hier die Eisplatte poliert sein muss. Das, ich glaube, das gibt's nicht bei 500.000. Das, oder das Spiel verarscht uns wirklich, ja, kann sein, aber... Ich meine, das ist ja Megameter gerade dann. Wir sagen so Glatzköpfe auf gar keinen Fall und es ist Glatzköpfe so und du schließt das als erstes so aus. Ja, meinst du nicht? Welcher Glatzkopf poliert sich die Platte? Ja, aber viele. Ja? Scheiße. Also ich nicht, aber wenn du eine Nassrasur machst, klapp, polierst du das dann und so. Das sieht man doch oft. Münzsammler, Münzsammler, Wahlforscher. Wahlforscher, Münzsammler. Also ich würde Bauchgefühl C oder B nehmen. Bauchgefühl, ohne großartige Erklärung, keine Ahnung. Ich, also großartige Erklärung wäre vielleicht das, was am entferntesten ist, Wahlforschern, oder einfach Bauchgefühl auch Münzsammler, weiß ich nicht, weil einfach die Münzen echt, also ich glaube nicht, dass es in der, beim Münzsammlern irgendwelche dreckigen Münzen gibt, sondern die sind immer schön poliert. Oh. Ich rauche jetzt eine Kippe, keine Ahnung. Wahlforscher. Komm, Risiko, nimm B, C, B, nimm B, C, nein, B. Oh, oh. Ja. Hast du Zufall gedrückt? Mal versehen, oder? Nein, weil du als letztes gesagt hast, nimm B. Okay. Eigentlich, um ehrlich zu sein, wollte ich eigentlich sagen, komm, nimm auf jeden Fall C. Stark. Stark. Aber jetzt würde ich mir auch eine Erklärung wünschen. Was hatte das jetzt damit zu tun? Es kann doch nicht sein, dass die Münzen besonders poliert sein sollen. Komm, das wäre ja zu blöde, oder? Was entstand aus einem Laden für Damenmoden und einem Geschäft für Jagd- und Angelbedarf? Ganz klar, C und A. Angeln, hier. Ich rege mich jetzt gerade richtig auf, dass ich auf meiner Watchlist bei Netflix die Doku von Abercrombie und Fitch drin habe, aber sie noch nicht angeguckt habe. Weil ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich habe gerade das Gefühl, da könnte erwähnt worden sein, wenn das früher ein Geschäft für Jagd- und Angelbedarf gewesen wäre. Dann hätte ich das schon mal ausschließen können. Und bei allen anderen, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, die meisten würden mich jetzt auslachen, aber ich habe keine Ahnung, was Abercrombie und Fitch ist. Das ist so eine moderne Marke einfach aus USA. Okay. Die machen Streetwear. Okay, wusste ich nicht. Alle anderen kenne ich. Picken Kloppenburg, kaufe ich gerne ein. Création Asocial kennt man auch. Hennes und Moritz. Also ich habe es noch nie bei einem gehört, habe auch keine Assoziation. Wie gesagt, ich hätte jetzt vielleicht, wenn ich die Doku gesehen hätte, eins ausschließen können oder hätte direkt gewusst, das ist es. Okay. Und die sind, ist das ein Modelabel? Aber ich wollte gerade sagen, oder ist das aber ist ein Kaufhaus? Ich wollte gerade sagen, weil alle anderen sind Kaufhäuser. Abercrombie & Fitch ist aber auch eine Marke.
Und ja, und alle anderen sind Kaufhäuser. Weil bei C&A, H&M und Peek & Cloppenburg kriegst du ja diverse Marken her. Bei H&M, keine Ahnung. Ich bin da also nie. In Deutschland gibt es kein Geschäft von Abercrombie & Fitch. Vielleicht in Amerika oder so, aber... Boah, das wird... Boah, vielleicht Berlin oder so eine Kacke. Das ist schon wieder... Ich lehne mich schon wieder weit aus dem Fenster hier. Weiß ich nicht. Da habe ich nicht mal zum Bauchgefühl. Geht Robert Geis? Oder Weißstorch? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, Alter. Ey. 1 Million. Ja. Wir können es schaffen. Ich habe keine Ahnung, Kübi. Sorry. Also mein Bauchgefühl sagt das. Ja, dann nimm, aber ich habe echt keine Ahnung. Ich wüsste es echt nicht. Keine Ahnung. Aber ein Damenmoden. Ennis und Moritz, warum sollten die vorher Jäger und... Ich meine, Nuki hat vorher Gummistiefel hergestellt. Ja, aber ne? Guck mal, das heißt ja, ein Geschäft war für Damenmoden, ne? Hm. Und ein Geschäft war für Jagd- und Angelbedarf. Und die haben sich zusammengetan. Das heißt, Peak war für Damenmoden und Kloppenburg, war damals für Jagd- und Angelbedarf. Die haben sich zusammengetan, sind jetzt Peak und Kloppenburg. So, oder Hennes war Damenmoden, Moritz war Jagd- und Angelbedarf, die haben sich zusammengetan. Okay, so verstehe ich das jetzt. Ja, nee, da hast du recht, so habe ich gar nicht nachgedacht. Crombie und Fitch. Fitch. Hört sich so an wie Fisch. Ja, okay, aber dann wäre Abercrombie für Damenmoden. Nein, das war jetzt auch nur ein Scherz. Fitch Abercrombie hört sich irgendwie nicht nach... Und was war C&A nochmal? Weiß ich nicht. Kreation, asozial? Nein, das... Du bist keine Hilfe. Nee, bei der Frage wirklich nicht. Keine Ahnung. Also es haben sich zwei zusammengetan. Ich habe keine Ahnung, Sia. Ich weiß nicht. Es nicht. Hätten sie mal nach Nokia gefragt, das hätte ich gewusst. Die haben früher Gummistiefel hergestellt. So, einmal für euch. In einer normalen Welt würde, wenn man nicht komplett geisteskrank wäre, Sia und ich natürlich rausgehen und würden sagen, Herr Jauch, Dankeschön für die 500.000 Euro. Die nehmen wir. Aber wir werden natürlich hier eine Antwort geben. Weil wir wollen die Millionen. Wir können noch 500 Euro runterknallen, okay. Aber die Chance lassen wir uns nicht entgehen. Oder wie siehst du das? Ja, was sagst du denn? Ja, dann sag, was sagst du? Die Chance ist 25% auf 1 Million. Dann such dir eine aus. Ich stehe hinter dir. Hennes und Moritz, okay. A und M. Wäre ich nie drauf gekommen. Auf gar keinen Fall, ne? Aber alles... das ist etwas, womit ich wieder klug scheißern kann. Nächstes Mal, wenn einer sagt dir, ich war bei H&M, sage ich, wusstest du, dass sie früher Damenkleidung und Angelbedarf... Heute Abend, wenn ihr unterwegs seid, liebe Leute, sagt einfach mal, ey, wusstest du eigentlich, dass Hennes und Moritz früher ein Damengeschäft war und ein Angel- und Jagdladen? Und dann dachten sie sich, komm, wir bringen einfach nur noch Klamotten raus. Also, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir waren ganz knapp dran, ganz knapp. Wir haben die Millionenfrage ja schon gehabt, wir haben sie nur nicht richtig beantwortet. Ja, nächstes Mal beantworten wir sie richtig, weil wir dann noch einen Joker haben und richtig reinhauen. Eigentlich waren wir bei 125, ne? Eigentlich, letzte, ja. Letzte eigentlich, war auch nur zufällig eigentlich. Geklickt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal.